Ich begrüße euch zu einer Folge Final Fantasy 5. Wir wollen uns heute hier in Moor noch die letzte oder die restliche Ausrüstung kaufen, die wir uns nicht kaufen konnten im letzten Part. Moment, hier braucht ihr nichts mehr. Das ist zwar für sie besser, aber sie hat ja jetzt diesen Stab, der halt ihre Magie hochmacht und so. Deswegen will ich den Stab behalten. Einmal nehme ich das Diamantschild, den Diamanthelm und schon habe ich kein Geld mehr. Wundervoll. Ich brauche auch nicht alles Neues, deswegen passt das, denke ich mal. Diamantschild, Diamanthelm, wundervoll. Ah, sein Gewicht, aber ihr Gewicht blieb sogar, das ist interessant. Was bräuchte ich noch? Ich bräuchte noch ziemlich viel. Egal, können wir uns kaufen, wenn wir mit dem nächsten Dungeon quasi fertig sind. Weil wir gehen jetzt hier rüber in diesen Wald. Und dann geht's hier ab. Seht, der Zweig, er macht uns bestimmt den Weg frei. Sehr schön. Das ist übrigens irgendwie ein cooler Sound. Der Wald, er gewährt uns Zutritt. Ja. Hier ist nichts mehr, das ist klar. Und direkt geht der Kampf los mit den lieben Wackelpetern. Wow, das macht überhaupt keinen Schaden. Wow, das heilt dir. Das ist interessant. Wow, okay. Ich glaube, ich gehe Fares noch für das andere Schild. Er trifft nie mit dem Blutschwert. Ich habe so ein Gefühl, dass er weniger Schaden macht. Wow, Feuer ist gegen die... Toll! Toll! Oh, please. Mach Kometschaden. Dann kann ich nur eintreffen. Dann greift er normal an. Eisra, vielleicht ist auch Magie allgemein nicht gegen ihr effektiv oder so. Ich weiß es noch nicht. Ach ja, stimmt. Och, ich bin so blöd. Wieso probiere ich es überhaupt? Das heilt die auch. Gut, dann müssen wir durch normalen Schaden angreifen. So, dir gebe ich jetzt erstmal dein anderes Schwert wieder. So, Moment. Da das Großschwert. Damit du auch mal wieder Schaden machst irgendwie. Oh, triff doch, Galuf! Du ziehst den Kampf nur noch mehr in die Länge, was nicht hätte sein müssen. Aber gut. Oh, ich habe sogar ein Ether bekommen, sehr schön. Dann gönne ich mir einmal... Ich gönne mir sogar Vikra einfach mal auf alle. Das ist noch ein bisschen Verschwendung, aber egal. Es ist besser so, vertraut mir da. So, es hieß ja, dass die Bäume irgendwie... Gesichter haben und mit uns reden können und was weiß ich noch. Ich bin mal gespannt, inwiefern das wahr ist oder inwiefern das nur irgendwelche komischen Geschichten sind. Seht ihr, damit trifft sie jetzt perfekt. Und davor war sie halt voll, nee, ich treffe jetzt nicht. Das ist halt so das Ding. Lilliputlied, ist das... Ja, das ist Licht. Oh, guck mal, wie süß Barz aussieht. Oh, wie süß. Oh, guck mal, auf der Oberwelt. Oh Gott, das ist super. Nee, ich nehme einfach mal... Habe ich was gegen Wicht? Ein Item. Ja, der Hammer. Dieses Symbol gerade neben Barz sah aus wie ein kleiner Affe. Das ist interessant. Was haben wir hier Schönes? Das ist auch interessant. Einfach mal ein Eingang. Ist aber auch interessant, wie der Eingang erschienen ist. Nicht in den Baum rein, sondern man muss den Baum erst anquatschen, als der Eingang vor dem Baum erscheint. Spannend, spannend. Okay, alles klar. So, jetzt kämpfen wir ein bisschen gegen diese Viecher. Ja, die halten halt irgendwie nichts aus. Und noch ein Äther, sehr schön. Und noch ein Äther, sehr schön. Okay, dann gehen wir mal hier rein, würde ich sagen. Jetzt sind wir... Das ist interessant. In dem Baum drin gewesen. Das sah irgendwie seltsam aus, ich weiß nicht. Sieht es wirklich so in Bäumen aus? Wenn ja, dann wäre das ziemlich seltsam. Ehrlich gesagt. Irgendwie. Könnt ihr mal aufhören, meinen Magiern MP abzusaugen? Also bei Barz und bei Galuf habe ich da kein Problem mit, aber... Bei meinen Magiern schon. Ziemlich doll sogar. Weil die brauchen MP, um anzugreifen. Oder, naja, nicht nur, aber
Es ist halt bei vielen Gegnern einfach mega einfach, sie durch Magie anzugreifen. Kannst du jetzt mal aufhören, mein Bart kleiner zu machen? Was ist los mit dir? Auch wenn der kleine Bart so wie süß ist, muss das nicht sein. Ah, und noch ein Etter, sehr schön. Na, wenigstens geben sie mir schön die MP, die ich an ihn verschwende, wieder. Quasi. Ach komm, ich kann noch mal mir einen Vitra für Bart gönnen. Noch eins für die ganze Gruppe. So. Ich mag's nicht, dass das Gebiet hier Teufelchen, alles klar. Oh nein, hör auf mit Konfus! Dankeschön. Ich mag's nicht, dass das Gebiet hier irgendwie so ein bisschen offener ist. Also, ich mag offene Gebiete und ich mag so die zu erkunden, aber ich mag's nicht, wenn die halt so komplett, ich weiß nicht, verwirrend aufgebaut sind. Ich finde das mega verwirrend mit den Baumkronen und so weiter sofort. Das hätte man besser lösen können, finde ich, irgendwie. Das verwirrt mich so ein bisschen. Das hätte man anders machen sollen, aber egal, ich bin kein Kritiker. Ich wollte es nur mal anmerken, dass mir das verwirrt. Wieso macht Lennart ja eigentlich keinen Schaden? Haben die irgendwie einen Schutz? Hat ihr Stab irgendein Element, dann haben Schutz dagegen oder so? Ich weiß es nicht. Aber sie erreicht bald ein Berufsstufenlevel ab. Finde ich sehr nice. Davon wollte ich auch eigentlich welche kaufen, fällt mir gerade so auf. Können bitte nicht so viele Gegner kommen, was ist... Ja, mach halt noch mehr Schaden. Alles klar, Spiel, alles klar. Was zum Teufel? Das ist mir gerade... Wow, das war ein Crit daneben, wundervoll. Ich gönne mal einen Vikra einfach, weil... Das sind mir sonst eindeutig zu viele Schadenspunkte, die hier austeilen, die Gegner. Das ist ja wundervoll. Ich meine, ich habe ja genug Äther und sowas, deswegen kann ich da gut gegensteuern. Ich habe ja noch ein paar Elixiere und bla, deswegen passt das, denke ich mal. Es hat Bart so einen Gegner besiegt. Oh, das ist nett von euch. Hä? Hat nicht mal Wicht, ob er das so verwandelt. Moment, das will ich ausprobieren. Aber das ver... Hallo? Nein, nur auf Barts bitte. Das verwandelt auch wieder zurück, oder nicht? Ja, ich wollte gerade sagen, hat's wahrscheinlich nicht getroffen oder so. Keine Ahnung. Aber ich meine, ziemlich sicher, dass Wicht auch zurück verwandelt. Oder vielleicht diese Fähigkeiten nicht, aber was auch immer. Kann viele Gründe haben, dass das nicht geklappt hat. Whatever. Könnt ihr mir bitte nicht Barts umbringen? Das wäre mega hilfreich von euch. So, dann machen wir mal wieder auf Barts. Du machst ein bisschen Vollgas. Allgemein, in dem Spiel kommt es mir so vor, als ob die Gegner immer mega viel Schaden machen. Also wirklich, jeder Gegner macht irgendwie voll viel Schaden. Manchmal. Oh, könnt ihr mal auf in eurer Osmose... Dankeschön. Mit eurer Osmose, ich brauche die MP noch. So. Sieht aus wie so ein kleiner Affe irgendwie. Oder wie ein NES-Sprite so ein bisschen, oder? Irgendwie schon. Weil vielleicht soll es auch einen darstellen. Das war ja so ein kleines Easter gedacht oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was sich die Entwickler bei ihren Designs manchmal denken. Deswegen. Ja. Kann ich ja nichts zu sagen. Das war guter Schaden. So, und du stirbst jetzt, lieber kleiner Magier. Lennart ist aufgestiegen und bald auch in ihrer Berufsstufe. Das gefällt mir auf jeden Fall. So, hier ist nichts mehr, oder? Na, das ist noch ein Weg, glaube ich. Ich habe halt keine MP mehr. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich zaubere ja auch ständig, aber... Ich meine, so sind die Kämpfe einfach viel angenehmer und entspannter, wenn ich halt so ein bisschen zaubere und die Gegner mit Vollgas in die Luft sprenge quasi. Es sieht zumindest aus, als ob das so kleine Explosionen wären und kein Feuer irgendwie. Ach, hier war ich schon. Ja, okay, zu einer Explosion gehört natürlich Feuer irgendwie dazu, das ist schon klar. Ja, okay. Whatever. So, hier sind jetzt solche Viecher.
Also wie gesagt, auf Bartz könnt ihr eure Osmose gern machen, der zaubert eh nicht. Und mir sind bei ihm keine Fähigkeiten bekannt, die irgendwelche MP Dinge kosten. Deswegen zaubert ruhig weiter, ich hab da nichts gegen. Wenn ihr auf Bartz geht, wie gesagt, mit eurer Osmose. So, ja, noch ein Kampf, dann hat Lennart noch eine Berufsstufe, das ist ziemlich schön. Das gefällt mir. Ach, hier komme ich nicht runter, okay, alles klar. Bada. Die Musik ist sehr entspannt irgendwie, ich mag die voll. Ich mag die Musik auf jeden Fall. Das ist ein cooles Ziel. Moment, das ist Lennart, ich greife den Namen. Weil sie den Wackelpeter eh keinen Schaden macht, weil der ja irgendwie, keine Ahnung, eine Magie-Abwehr-Stuff hat. Kann Bartz bitte nicht sterben? Das wäre voll cool. Jetzt eigentlich Stufe 6. Jetzt bin ich gespannt. Sie brauchen nicht so übermäßig viele wie Galuf. Galuf hat irgendwie 450 gebraucht. Sie brauchen noch 250. Und dann müsste sie ja das gelernt haben komplett. Oder einen ganz neuen Beruf kriegen. Soweit ich jetzt weiß. Ich glaube schon, oder? Ich glaube auf jeden Fall schon. So, hier scheint nichts mehr zu sein. Und da unten habe ich alles klar. Dann können wir jetzt den Baum betreten. Das klingt seltsam. Den Baum. Oh, ich sehe gerade, Galuf hat keine MP mehr. Er hat schon noch MP, aber nicht mehr so viel für die Verfolger erreichen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ja, dann mach ich mal voll rar. Vielleicht reicht es für die Bäume. Wärt ihr nicht da in eurer Osmose, wäre das viel schöner. Und Tobsucht ist auch so eine Sache. Hört auf damit bitte. Ich mag Tobsucht nicht. Weil Tobsucht ist voll stark und so. Deswegen wäre es mega nett, wenn ihr keine Tobsucht machen könntet. Ich bräuchte mal ein Turbo-Etter oder sowas in der Richtung. Könnt ihr das eigentlich auch mal auf Bartz, auf Galuf machen, dass er das irgendwie landet oder so? Wieso macht sie so viel Schaden, wenn sie, ich wollte gerade Little sagen, genau, wenn sie klein ist? Na okay, Little passt ja theoretisch im Englisch und so, aber ich würde eigentlich als Deutschwort benutzen, wenn ich das Englisch schon. Whatever. Wieso macht sie so viel Schaden? Was ist das? Ah, okay, Nana, Weißmagie. Ach, ich nehme einen Älter erstmal für Galuf. So, das reicht. Dir gebe ich auch mal. Nee, ich gebe dir keinen. Wahrscheinlich kommt wieder hier ein Speicherpunkt. Deswegen wäre es irgendwie Verschwendung. So, Hammer. Hammer, Hammer. So. Das ist ja der Hammer. Guck mal. Ach, das ist so ein. Ah, das. Ah, jetzt. Das sah vorhin mega selten aus, aber jetzt sehe ich, was das darstellen soll. Das verlängert die Wurzeln und macht so einen Eingang in den Boden. Das ist interessant. Das habe ich vorhin nicht erkannt. Aber jetzt sehe ich das Hütte, sehr schön. Jetzt sehe ich das. Das ist ziemlich cool eigentlich. Oh, das ist wie ein Teufelchen. Oh, das ist nicht cool. Ich mag euch nicht. Ihr seid mir zu teuflisch. Das war viel Schaden. Oh Gott, so. Folger. Jetzt sterbt bitte einfach alle. Außer das Teufelchen natürlich. Ach ja, ich liebe dieses Team. Es ist ein super, das meiner Meinung nach. Regenbogenwind. Ist sie jetzt stumm? Ich glaube, sie ist stumm und nimmt Schaden, oder? Jedenfalls, das Feind für diese 5 Welle ist echt mega. Bögen, okay, alles klar. Ist echt mega cool. So, Stufe 3 da jetzt. Jetzt hat er nichts mehr oder sowas. Okay, alles klar. Whatever. So. Goliath-Tonikum. Sehr schön. Da ist mein predicteder Speicherpunkt. Toll, dann war es jetzt völlig umsonst, weil ich die Hälfte rausgeschmissen habe. Egal. Ich kann mir immer neue kaufen und so. Jetzt gibt's die im Laden. Ich hasse Final Fantasy, wo es kein Etter im Laden gibt. Ich glaube, war. Nee, in Final Fantasy 3 gab es sogar gar keine Etter. Ich wollte gerade sagen, war Final Fantasy 3 so ein Spiel, aber nee, da gab es keine Etter.
In 1 und 2 gab es, ich glaube, in 4 gab es die nicht. Ich glaube, in 4 gab es die nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher, ehrlich gesagt. Nein, 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 nein. Ach, Mann. Hört doch auf mit eurer Scheiße. Ich hasse Konfus. Hat er sich gerade selbst vergiftet? Mann, Gardolf, was ist los mit dir? Habe ich irgendein Heilmittel gegen Konfus? Ich weiß es nicht. Kann sein. Ich schneide meine Kämpfe raus, würde ich sagen. Und genau wegen sowas hasse ich Konfus. Genau wegen sowas. Ich kann nichts dafür. Es ist nur wegen diesem scheiß Konfus. Es ist nicht mein Fehler gewesen, es ist wegen Konfus gewesen. Ich wollte gerade Basis überleben, aber dann war Konfus, dann wollte ich irgendwie heilen, aber es ist wieder Konfus und was weiß ich. Ich habe mich auch selbst angegriffen, um es wieder wegzumachen, aber es ging nicht weg. Wieso auch immer. Na, ist mir jetzt egal. Pff. Juck mich nicht. Oh, diese scheiß... Die Konfus können. Das ist der schlimmste Zauber im Final Fantasy Universum, ganz ehrlich. Es gibt nichts Schlimmeres als Konfus. Gott verdammt. Ich hasse diesen Zauber. Abgrundtief. Es gibt nichts Schlimmeres als Konfus, ganz ehrlich. Gott. Es regt einfach so auf. Sag nicht so aggressiv, dieser Zauber. Seit Final Fantasy 2. Ich weiß nicht, ob es den Teil 1 gab. Wenn nein, Teil 1 war cooler. Könnt ihr heute treffen, Leute? Oh. Dankeschön, Gardolf. Dankeschön, dass du so wunderbar auf mich hörst. Du bist echt ein toller Kamerade, weißt du das? Jedenfalls, ich glaube, in Final Fantasy 1 gab es nicht mal Konfus. Das war noch ein schönes Spiel. Und dann, Morgenschein, okay. Dann ab Teil 2 gab es gottverdammt nochmal Konfus und dann war alles kaputt. Ich erinnere mich mal zu gut an diesen Part mit Fabi, als wir damals in diesem... Okay. Als wir damals in diesem... Ist das eigentlich für dich irgendwie... Ah, es ist wirklich... Vollkommen nimm. Auf jeden Fall erinnere mich immer zu gern... Oder was heißt zu gern? Wow. Nicht wirklich gerne in diesen Final Fantasy 2 Part zurück, wo wir mit Fabi im Mycelia-Turm waren und diese ganze Scheiße abging. Aber jetzt erstmal zur Story. Was zum... Ach du Scheiße. Weizbrand oder was? Das sieht tatsächlich ziemlich cool aus, finde ich. Jetzt frage ich mich, wie es auf dem SNS aussah. Oh nein! Excel schlägt den Waldenbrand! Shit, wir müssen hier ganz schnell raus. Kann ich das löschen? Nein. Barz verbrennt sich noch wieder dran. Du bist doch total Barz, weißt du was? Wo muss ich jetzt hier lang? Kommen hier Gegner? Also bisher nicht. Ah. Nice. Egelschild, sehr schön. Das könnte ganz cool sein für Faris. Na, Magie brauche ich jetzt nicht. Das macht dich nur eigentlich nur schlechter, deswegen nein, danke. So. Also, hier scheine ich nicht weiter zu kommen. Ich muss schon mal wieder zurück irgendwie, oder? Hä? Muss ich lang? Oh. Hallo, Mock? Ja, du winkst. Kupfer! Ich glaube, er will, dass wir nach ihm folgen, oder? Das tat bestimmt weh. Verstecken wir uns hier, bis die Flammen sich beruhigen. Wollte nicht um den Wald... Okay, ja, würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Ich meine, es ist ein riesiger Waldbrand. Wie willst du da das löschen? Du musst erst einen Weg rausfinden und dann kann es halt jederzeit sein, dass du einfach an dem ganzen Rauch stirbst und so. An dem Feuer irgendwie. Das ist zu gefährlich, deswegen ist es gut, dass wir nicht reingegangen sind. Aber es ist halt schade um den Wald irgendwie. Kupo! Ja, wundervoll. Kupo! Ist das hier Heilwasser? Es ist wirklich sehr schön. Nice. Da freut sich der Bartz.
Was muss ich jetzt machen? Wahrscheinlich einfach eine Zeit lang warten, oder? Kann das sein? Fein, Ex-Dev. Was ist jetzt los mit dir? Cooper, soll ich jetzt hier rein, oder was? Oh, das ist uncool. Ups, das wollte ich nicht mal. Ich wollte nur gucken, wie ich wieder rein kann. Aber ja, kann ich natürlich. Ah, das ist uncool. Aber ein gutes hat es. Jetzt sind die ganzen Monster wahrscheinlich abgebrannt. Ich wollte gerade sagen, jetzt wahrscheinlich die ganzen Monster tot und dann kommt ein Kampf. Dankeschön, Spiel, dass du meine Theorie direkt wieder legst. Das ist nett von dir, weißt du das? Gott. Ich dachte halt, oh, na cool, dann sind die Monster jetzt weg und ich kann ja schön durchlaufen. Und dann kommt die Kampfmusik und Kampf startet. Das ist natürlich wieder klar. Sag mal, die hat er ja echt mal auf jeden gemacht, bis auf Galuf. Kannst du bitte mal diese Scheiße auf Galuf machen, dass er das bitte lernt irgendwie? Oh, natürlich trefft ihr nicht. Was ist los mit euch, Leute? Ein bisschen trefft... Ich glaube, ich darf nicht davon reden, dass die nicht treffsicher sind. Kann das sein? Leute! Hallo? Was ist los mit euch? Ich kann nicht zaubern. Jetzt bin ich eh stumm. Dankeschön! Oh, jetzt ist Bart tot, oder? Natürlich ist Bart jetzt tot. Ach, egal. Es sind nur 1066 Erfahrungspunkte. 66. Ich sollte mal lernen, deutlicher zu reden. Bla, so. Ah, das ist echt Asche. Die kann man hier auch vom Boden aufsammeln, glaube ich. Was ist das jetzt da? Sind das Steine? Feuerzunge. Alles klar. Was ist eigentlich los mit Ex-Dev, dass er plötzlich mal meint, die ganzen Wald anvergehen zu müssen? Was geht da in seinem Kopf vor? Das verstehe ich gerade nicht. Das ist irgendwie ein bisschen krank. Ich meine, hat er einen Grund dafür? Ich meine, er sucht ja irgendwas in diesem Wald hier. Wieso brennt er ihn ab? Das verstehe ich gerade nicht. Ich habe im letzten oder im vorletzten Part irgendwas ge- Hallo, könnt ihr wieder treffen? Meine Fresse! Wieso treffen die so oft nicht? In letzter Zeit. In irgendeinem Part habe ich mal gesagt, dass Ex-Dev hier irgendwas zerstören will. Ich weiß nicht mehr, was es war. Was ist das? Ah, das war dieser Wächterbaum, genau. War es das, was ich gesagt habe? Ich weiß nicht, aber ich glaube schon, dass er direkt den Wächterbaum zerstören wollte, habe ich vermutet oder so. Der Wächterbaum, er wacht jetzt über das Siegel. Kann schon gut sein, wer weiß es schon. Seht ihr, Zweig. Alles klar. Interessant. Jetzt sind wir in dem Baum drin, ne? Oh. Taucht das Ex-Dev auf? Was ist das alles? Wahrscheinlich all das, was vor dem Siegel eingeschlossen war. Oh nein, kein Bosskampf. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Sie kommen, macht euch bereit! Ach Mann. Ich sagte bitte nicht. Was ist das? Fragezeichen. Ja, auch gut. Wir kämpfen gegen Fragezeichen. Könnt ihr mal nicht meine Heilerin umbringen, bitte? Du heilst dich mal selbst. Das sieht mir aus wie Eiskristalle, deswegen mache ich einfach mal Folge. Macht das Schaden oder das ist doch kein Eis? Okay, auf manche macht es Schaden, auf manche nicht. Dann riskiere ich das, die zu heilen und greife einfach mal mit Folge an. Oder ich gehe nur auf den ersten, das kann ich auch machen. Ich meine... ja. Dann...
stirbt er halt schon mal. Und in Folge auf nur einen ist halt auch mal viel stärker und so. Folge auf den ersten. Außer die wechseln irgendwie ihre Effektivitäten und sowas. Das wäre halt ziemlich uncool. Wieso machen die eigentlich mit Volltrefferangriffen weniger Schaden als mit... Okay, das war viel Schaden. Als mit normalen Angriffen. Ich versteh's nicht. Ist allgemein seltsam im Spiel. Finde ich zumindest. Ich glaube einfach mal wie gerade drauf, würde ich sagen. Das ist ganz gut. So einer ist down, sehr schön. Dann können wir uns jetzt um den anderen kümmern, würde ich sagen. Es ist auch nur noch 3, deswegen geht alles viel besser. Welcher meinen? Moment. Moment, egal bitte. So. Dann muss ich jetzt ein bisschen heilen. Das ist ganz, ganz wichtig. Du greifst an. Ich muss nicht heilen, ich muss wieder beleben. Auch toll. Engel. Und dann macht Bartz. Da macht Galuf gleich nicht eine Fünfer, sondern eine High Potion. Einfach, weil ich möchte, dass Bartz überlebt. Ja, oder er stirbt jetzt wieder, oder? Das war klar. Item, Phönixfeder. Nein, nicht länger töten. Die muss gleich heilen. Angriff bitte ganz, ganz schnell. So. Und Lena macht jetzt... Nein, 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 nein! Dafür kann er jetzt nichts. Das ist einfach nur unfair. Das ist einfach nur mega unfair. Dass jetzt plötzlich alle Erdschuss... Das ist einfach nur unfair. Ganz ehrlich. Das ist einfach nur unfair. Ja, kann ich nichts für. Kann ich nichts für. Ich würde sagen, wir probieren den Bosskampf im nächsten Part nochmal. Bis dann und ciao. Euer V-Row. Tschüss.